gefunden. Hier fehlt ein Plan. Ich habe es nicht nötig, Beweise zu fälschen. Immerhin stehe ich ja nicht vor Gericht. Naja, es ist nicht richtig, dass es besser ist als jeder andere. Ich habe schon zu verlieren. Es wird nicht besser, wenn du noch länger daran rumzuppelst. Die Perücke ist nun mal etwas verbrannt, na und? Sei froh, dass wenigstens das Kostüm Oppenbots Absturz überlebt hat. Genau, yippie. So konnte ich meiner eigenen Leiche die Klamotten klauen. Am liebsten würde ich hopsen vor Glück. Meinst du nicht, dass das hier der falsche Moment ist, um sich in eine Zimperlise zu verwandeln? Ist ja schon gut. Meinetwegen kann's losgehen. Na dann, auf nach Elysium. Sie wirkt gar nicht nervös. Nicht, dass es einen Grund gäbe, nervös zu wirken. Viel Glück, Rufus. Mit Glück hat das nichts zu tun. Mein Plan basiert zu 100% auf den Gesetzmäßigkeiten des Ereignisdrucks und der Alternativlosigkeit. Und auf geht's. Da läuft ja gar nichts. Hast du die Kabelwege überprüft? Ich dachte, das hätte Doc gemacht. Alles muss man selber machen. Oh, na endlich etwas Luft. Könnt ihr mal ein Stück rücken? Wessen Hand ist das? Psst, da hinten. Rufus muss sich konzentrieren. Hoffentlich werden wir nicht angehalten. Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Also, ich bitte schon mal nicht. Ich auch nicht. Das bist bestimmt wieder du, Brock. Sei nicht albern, Frau. Du vielleicht doch. Ich weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich glaube, ich bin es. Das ist nicht das Kabel. Barry! Warte! Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Das bin ich. Oh, jetzt sollte es funktionieren. Danke. Jetzt aber. Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt ja manches, was Rufus so anfasst, chaotisch doch im Notfallszenarium verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten halten besser mal ihr besserwisser Schnabel, die Dummen. Russasser Schnabel, die Dummen. Das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja, sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, gib mir nochmal 10. Jetzt bin ich doch tatsächlich zusammen mit Goal auf dem Weg nach Elysium. Irgendwie hatte ich mir die Reise anders vorgestellt. Wo bleiben die Erfrischungsgetränke? Sie lassen mich nicht durch. Tja, schade. Dann kehren wir wohl lieber wieder um, was? Der gute Wille war da. Das zählt. Sie tun, was sie am besten können. Sie stehen mir im Weg rum. Entschuldigung. Dürfte ich vielleicht kurz mal... Hallo. Ach, kommt. Huch, Amtmann an Deck. Abteilung stillgestanden. Ja, Amtmann. Oha, ich meine, recht so.
Hörst du das? Die hören auf mich. Können sie auch Stöckchen apportieren? Ach nee, dafür fehlt mir der Sinn. Schlechte Erfahrung? Ich will nicht darüber reden. Oh, Backe. Noch mehr von der Sorte. Achtung, Amtmann an Deck. Hey, ich sagte Amtmann an Deck. Ja, wissen wir doch schon. Erzählen Sie uns was Neues. Also bitte, was sind denn das für Manieren? Ein bisschen mehr Respekt vor unserem Amtmann. Genau. Ja. Euer Recht hat er recht. Immerhin ist er der Amtmann. Ja, genau. Immerhin bin ich der Amtmann. Ich war... Backe, noch mehr von der Sorte. Ich will zur Brücke. Macht euch nützlich und fahrt mich in die richtige Etage. Aber Herr Amtmann, die sollten Sie doch selbst kennen. Tue ich ja auch. Ich wollte euch Chargen nur das Gefühl geben, dass ihr gebraucht werdet. Ich will zur Brücke. Macht euch nützlich und fahrt mich in die richtige Etage. Aber Herr Amtmann, die sollten Sie doch selbst kennen. Tue ich ja auch. Ich wollte euch Chargen nur das Gefühl geben, dass ihr gebraucht werdet. Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen als Amtmann. Ja, klar. Sind Sie sich da auch ganz sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin der Amtmann. Ich bin mir immer sicher. Na dann. Aussteigen, meine Herren. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt, genau. Geht es? Nein, Argus, du hast es erraten. Und du bist wohl Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du dich hierher traust. Tollkühn und dumm, wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss? Warte, können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Fäuste hoch! Ei, ei, ei. Na, warte. Lass das! Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Lass das! Schon ganz ungeduldig. Warten? Auf Ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. In Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das? Aber sicher, Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol. Amtmann Argus, der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun, stillgestanden, das Wort hat Amtmann Argus. Das hat er gewusst. Er hat mich volle Latte auflaufen lassen.
ganzer Arsch! Ja, dieser Arsch, also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass dieser Arsch, der hier vor euch steht, wir alle sind Herrscher. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was wir jetzt denken. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Ja, wie komme ich eigentlich dazu? Schaut euch doch mal unser Logo an. War doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier sein Hinterteil auf den Computer gelegt? Und sein Reaktion, dieser traurige Anblick, unser Mann. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterteils. Es uns nicht wunder nehmen, dass man uns wie Herrscher behandelt. Nun, ich könnte euch noch tausend andere Beispiele. Fakt ist, wir sind hier die Herrscher. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage mal, ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Ihr seid auch alle Herrscher. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Lang lebe! Zufrieden, sehr inspiriert. Wie immer. Sauber, dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau. Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Ach so. Die Hymne. Los geht's. Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh. Agamemnon, oh, Agamemnon, oh, oh, Agamemnon, oh, Agamemnon, oh, Agamemnon, oh, oh, Agamemnon, oh, Agamemnon. Oh, Agamemnon. Oh, oh. Agamemnon. 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 Oh, Agamemnon. Oh,
Heraklitus, da sind Sie ja. Wo ist Ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Tja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirt. Und ohne mich. Was ist hier los? Wer ist das? Ich bin der echte Kletus. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht solange ich das verhindern kann. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden. Indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort. Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen als erwartet. Halt! Null ist es! Wie nahe! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber was? Aber was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden? Wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist. Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben Sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon war von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber was ist mit mir? Ich will nicht sterben. Ich weiß, du bist der dritte Prototyp, nicht wahr? Tja, die Tragik hinter der Alpha-Generation hat mich schon immer fasziniert. Darum habe ich damals auch Argus unter meine Fittiche genommen. Du denkst vielleicht, dass du nicht dazugehörst. Aber im Grunde genommen bist du genauso zum Tode vorherbestimmt wie der Rest des Organon. Und dass du nicht sterben willst, ist nichts weiter als ein Konstruktionsfehler. Aber was ist mit Ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha! Dann haben Sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun. Oh doch. Ich muss. Aber warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt Sie dazu? Deponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Abfällen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey! Wenn Sie es genau wissen wollen... Es geht mir um meine Tochter. Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Joel. Nein! Sie alter Narr! Was haben Sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot. Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert. Deponia wird zerstört. Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten. Ich habe meine Tochter gerettet. Das habe ich getan. Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps. Goal! Was? Du bist... Wie? Ich bin mit Kletus nach Deponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest. Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben. Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat. Es ging die ganze Zeit um dich. Wenn wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern. Deponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und wir gleich mit, inklusive ihrer Tochter. Genau. Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab!
Das ist unmöglich. Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Senderantenne? Natürlich. Aber der Sender ist auf dem Dach. Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Ich mach's. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann. Worauf wartet ihr? Ich komme auch mit. Du bleibst hier, Fräulein. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. Wer hätte gedacht, dass wir mal in dieser Besetzung zusammenarbeiten würden? Ist es wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Wer hätte gedacht... Wir könnten doch... Zum Glück bin ich schwindelfrei. Mal abgesehen davon, dass ich der elendiglichste Etikettenschwindler der Galaxis bin. Bloß ranzukommen wäre. Hoppla! Dass mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert.